Das hier ist der älteste Steam-Account der Welt. Tja, meine Damen und Herren, willkommen zum heutigen Video. Ab und an kommt es vor, dass Leute im Stream sowas schreiben wie, wow, dein Steam-Account ist schon so alt oder so alt wie ich oder fast so alt wie ich, lirum larum. Sie sind erstaunt darüber, wie lange ich diesen Account eben schon habe. Es gibt aber noch viel, viel ältere Steam-Accounts und die schauen wir uns jetzt einfach mal an. Dazu bin ich hier auf steamladder.com gegangen und habe hier direkt alle Steam-Accounts nach dem Alter sortiert vor mir liegen. Also ab dem 10. September 2003, ich könnte schwören, es gab erst ab dem 12. September die Möglichkeit, sich überhaupt anzumelden. Nee! Wenn man dann auf die Einzelnamen draufklickt, geht nochmal so eine extra Übersicht auf, da hat man dann schon mal einige Daten, aber natürlich schauen wir gleich in die Accounts selbst rein. Das hier ist der älteste Steam-Account der Welt. Zumindest, wenn man eben dieser Seite glauben kann. So, gucken wir doch einfach mal rein. Okay, mit sowas habe ich jetzt nicht gerechnet. Also so ein Mini-Mädchen im Hintergrund rumstehen. Ach, guck mal, das ist recht interessant. Er hat ja direkt stehen, I don't offer account support, refunds or account bans. And I don't use any other platforms to chat with users about Steam. Achso, guck mal, da steht's doch. Hier steht's doch direkt nebendran. Das ist ein Steam-Mitarbeiter. Alles klar, gut. Muss man gar nicht lange rumpimmeln. Er ist auch hier in der offiziellen Valve-Gruppe, so wie es aussieht. Dann ist das hier natürlich irgendwie logisch oder klar, warum er das da hinschreibt. Wahrscheinlich nerven ihn viele deswegen. Klar, dass so jemand natürlich wohl auch vor dem offiziellen Release seinen Steam-Account bereits hat. Genau, weil wenn man dann nach Google steht, dass es der 12. September 3 gewesen ist. Und das hatte ich auch irgendwie im Kopf. Jetzt gucken wir einfach mal noch den zweiten an und danach würde ich direkt mal runtergehen und gucken, wer der erste deutsche Account ist und ob der vielleicht auch irgendwas mit Valve zu tun hat. Das hier ist Edge oder EJ. Kann gut sein, dass der irgendwas mit Dota am Hut hat. Wir schauen mal direkt in den Account rein. Boah, der sieht richtig leer aus. Guck dir das an. Give me account, please. Also hier ist es wirklich sehr leer. Da kann man nicht allzu viel sehen. Er ist auch hier in dieser Valve-Gruppe. Wir gucken selbst mal kurz rein. In addition to producing best-selling entertainment title. Okay, es wirkt so, als wenn es wirklich eine offizielle Gruppe wäre. Release Ricochet 2. Ja, gibt nicht allzu viel zu sehen. Hier Leute, die nach den Signs fragen. Bei einem der ältesten Steam-Accounts der Welt. Der zweitälteste. Und jetzt würde ich doch gerne mal nach dem deutschen Account gucken. Nach dem ersten deutschen Steam-Account. Der hier, ah, da unten Percival, der an den Start ging. 11. September 2003. Wowie. Da ist nicht viel zu sehen. Aus Niedersachsen kommt dieser Herr. Und hat einen Account, der aussieht... Also er sieht nicht aus wie ein 18 Jahre alter Account irgendwie. Er sieht aus wie ein frisch erstellter Account. Also einfach von der Fülle an Dingen, die man hier sieht. Nämlich gar nichts. Man sieht hier auch schon, dass hier nicht viel passiert bei ihm. Also der ist offline. Das Ding ist auf privat gestellt. Es ist überall auf privat gestellt. Also wahrscheinlich ist der Account nicht mehr in Nutzung. Dann gucken wir uns halt den zweitältesten deutschen Account an. So, da haben wir den Fenris. Auch noch 11. September 2003. Ich weiß übrigens nicht, ob die Sachen hier irgendwie dann nach Uhrzeit oder sowas sortiert sind, weil da die alle am selben Tag reingegangen sind, sind die ja alle eigentlich gleich alt. Vielleicht wurde ja tatsächlich auf die Uhrzeit des Signs bzw. der Anmeldung irgendwie geschaut, keine Ahnung. Fenris! Ah ja, der ist aktiv. Ach, guck mal da gibt's noch was zu sehen. Face It und Dessert-Profil sogar mit am Start. Sehr, sehr schön. Und Golf It With Your Friends, aha. Golf It ist das Spiel. Der Wahl. Nicht Golf It With Your Friends, hallo, hä? Uno spielt da auch, nice. Oh, 7000 Stunden Silber, das ist frech. Also, Felix, Glückwunsch zu deinem so alten Steam-Account. Was ist das hier? 2 and 3 digits, not for sale. Ah, this group is invite only. If you do not have a 1, 2 or 3 digit Steam-ID, you will be removed. Leider kam ich halt 2 Jahre später ran als Monsieur hier. Was mich übrigens bei der Top 10 oder sogar bis zur Top 14 hin wundert, ist, dass die Leute so geringe Steam-Account-Level haben, obwohl die schon so uralt sind. Also entweder sind denen die Level vollkommen egal oder sie haben vielleicht die Accounts recht früh abgelegt. Wir gucken mal jetzt noch kurz hier auf Platz 3 rein. Und, achso, der hat keine Aktivität. Ich will jetzt einfach irgendeinen aktiven... Da, oh, guck mal da. 2021 und 22 hat er sogar noch XP. Ich bin gerade davor, sorry. XP gesammelt, der ist gut. Na, schauen wir mal rein. Das hier ist wahrscheinlich auch wieder ein Employee. Oder? Weil es hier so oben drauf steht. Das scheint bei den anderen nicht. Ja, ist auch in der Valve, in der Steam und in der Alfred-Gruppe. Alfred und Alfred. Nice. Ist leider nicht viel zu sehen hier bei ihm. Schade. 11 Freunde. Kenn davon keinen. Alfred, ich dachte, du bist aktiv, du Lurch. Aber das hat wohl nicht viel zu heißen mit dem Aktivitätsschuss. Ich weiß nicht, wie diese XP zustande kommen. Oder die Person lässt dir einfach nicht anzeigen, was sie halt so macht. Ich meine, man sieht ja natürlich, Arma, no, bald 10.000 Stunden Arma 3 gespielt. Holy shit. Das ist ja immerhin Abyss, wo man hier reingucken kann. Das sind ja auch Panel, die man erstmal freischalten muss in seinem eigenen Account, die man erstmal hinzufügen muss. Von daher ist es vielleicht auch manchen einfach zu viel, ihr Steam-Profil so anzupassen. Wenn ich diese Accounts so sehe, so mit 18 Jahren und so weiter, dann ist es schon echt heftig. Ich habe mich selbst immer als recht frühen Steam
Beigetretenen gesehen, was ja theoretisch auch nach wie vor stimmt. 2006 bin ich halt beigetreten, Anfang 2006. Die Jungs hier sind Ende 2003 beigetreten. Natürlich wäre ich da auch gerne direkt von Anfang an mit dabei gewesen. Aber ja, man hat das ja auch nicht im Fokus, ne? Ich meine, damals, in meinem Fall vor 16 Jahren, da hat dann halt irgendjemand gesagt, ey komm, da ist sowas Neues. Da kannst du mitunter sogar Spiele, die du schon hast, drauf registrieren und alles darüber starten. Vereinfacht voll die Sachen. Wowee. Und ich, geil Mann, da gehe ich hin. Mache ich auch. Danke, danke für die Info. Was ich besonders krass finde, ist, wie sich Steam über die Jahre verändert hat. Also früher war es eben dieser Ort, an dem du Spiele, die du schon gekauft hast, registrieren konntest. Und dann hast du die in deinem Steam-Account gehabt, konntest das darüber starten und fertig. Es gab keine Freundesliste, Stunden wurden nicht gezählt. Es gab alles, so gut wie alles, was wir jetzt eben mittlerweile haben, gab es damals nicht auf Steam. Wir haben dann andere Seiten genutzt, wie X-Factor, wollte ich gerade sagen. Wie X-Fire, das war ein Programm zum Beispiel, das für dich die Spielstunden gezählt hat und mit dem du dann mit Leuten chatten konntest, auch wenn die andere Spiele gespielt haben, ne? So wie es jetzt bei Steam halt ist. Da kannst du ja mit jemandem, der halt gerade irgendein Steam-Spiel spielt, chatten, obwohl du ein anderes Spiel spielst. Das gab es früher halt dann nur mit Extensions, also mit diesem X-Fire zum Beispiel. Das hat eben auch coolerweise die Stunden hochgezählt. Das war auch ein Punkt, darüber man früher gar nicht so nachgedacht. Auf den Konsolen hatte man das ja schon immer, auf den Memory Cards wurde das ja mitgezählt, wie lange man schon spielt. Und es war schon cool, wenn man das den Leuten zeigen konnte, so von wegen, guck mal da, ich habe schon 100 Stunden das Spiel gespielt. Wow, boah, Jürgen, wie krass. Und am PC hatte man dann eben zum Beispiel X-Fire, das die Stunden hochgezählt hat. Aber Steam macht das ja mittlerweile seit langer Zeit auch von selbst. Ich glaube, bei Source waren es bei mir 1500 oder 2000 Stunden, die nur bei X-Fire gezählt wurden. Und dann hat irgendwann Steam auch angefangen. Ich erinnere mich auch noch an Updates bei Counter-Strike Source, also als neue Figuren hinzukamen und sowas. Das war schon echt eine wilde und vor allem coole Zeit. Und den Steam-Account dann eben auch aufzubauen, war was, was mir über die Jahre halt Spaß gemacht hat, schon immer. Also ich gucke mir das selbst gerne an und schaue, was ich über die Zeit halt so erreicht habe oder hinzugefügt habe. Erreicht habe, will ich gar nicht sagen, aber was man eben so mit der Zeit getrieben hat mit seinem Account. Weil es halt eben der Punkt ist, bei dem die meisten Dinge, die mit den eigenen Games, die man spielt, zu tun haben, zusammenfließen. Klar hat man noch diesen ganzen anderen Schotter wie Epic, Battle.net und der ganze Dreck. Es gibt ja mittlerweile, was weiß ich, 10 Launcher noch neben Steam, die man haben muss, um Spiele zu spielen, die man irgendwie direkt ab Release spielen will und so weiter und so fort. Man kann natürlich auch warten und gucken, dass die Sachen dann bei Steam rauskommen. Ja. Aber so der Hauptteil ist in Steam. Und immer wenn ich die Wahl habe zwischen Steam und was anderem, suche ich mir immer Steam aus. Einfach nur, weil ich die Sachen hier in meinem Account drin haben will. Ich will alles hier auf einem Account haben. Soweit, so gut. Ihr könnt euch die Liste gerne selbst noch weiter angucken und durchklicken und die ganzen Accounts eben durchschauen. Da war jetzt leider gar nicht so extrem viel Spannendes. Es war cool, dass da so ein paar Developer mit dabei waren oder eben Employees von Valve, von Steam und so weiter. Aber ja, so richtig krasse Meilensteine. Gut, der eine hat fast 10.000 Stunden dieses eine Spiel gespielt. Ist schon nicht schlecht. Ich habe gerade bei Go, was hab ich bei Go insgesamt? 3.400. Da lacht er sich halt einen ab. 3,4K Stunden sind für den praktisch ein Sonntagmorgen, ne? Gut, meine Damen und Herren, da bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie alt euer Steam-Account ist und wie ihr das generell seht. Also ist es für euch auch so besonders, an eurem Steam-Account zu arbeiten, da immer mehr Spiele reinzuballern und so weiter und so fort. Oder seht ihr das vielleicht gar nicht so wild? Ich kenne Leute, deren Steam-Account sieht komplett schrecklich aus, da ist dann nichts drauf. Und ich meine nicht die Ästhetik. Meins ist von der Ästhetik her, also jetzt auch nicht krass. Ich habe auch diesen Hintergrund zum Beispiel, den habe ich schon immer. Ich habe früher gerne Garry's Mod gespielt, also habe ich mir den Hintergrund gemacht, vor, was weiß ich, 10 Jahren. Und dann habe ich den drin. Ich habe nicht diese super duper abgepassten Sachen. Das meine ich auch nicht von der Optik her. Einfach nur dieses, es ist was zu sehen, man sieht, dass da was getrieben wurde schon und so weiter. Ist euch das auch wichtig oder sagt ihr es mir vollkommen Bums? Haut in die Kommentare. Wir hören uns auch heute im Livestream. Ab 18 Uhr geht's wieder los. Also jetzt eigentlich gleich. Das Video kommt wahrscheinlich so 5:45 oder 5:30. Ich freue mich auf euch. Videogames, Giveaways. Ab heute ist auch das Handschuh-Giveaway nicht vergessen. CSGO-Gloves sind ab heute bei uns am Start. Also einfach mal rankommen, meine Damen und Herren. Bis gleich. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fetten Mutter.